Wenn du genauso schnell fährst, wie du dich fertig machst, dann sind wir übermorgen noch nicht los. Moin! Hi, Molly! Na, bist du startklar? Ja, ich habe richtig Lust, mich ein bisschen auszupowern und ordentlich Kilometer zu machen heute. Ordentlich Kilometer? Ja. Ich dachte eigentlich, wir fahren ein bisschen gemütlich durch Flensburg, so vielleicht zum Strand oder hoch zum Wald. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, dafür haben wir hier ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du hast die Stadt und dann hast du sogar auch noch einen Weg, 130 Kilometer genau, bis die Grenzroute, zur Westküste. Nicht zu vergessen. Die Grenzroute. Du kannst natürlich, wenn du richtig fit bist, 400 Kilometer Richtung Süden fahren. Zum Beispiel auf dem Ostseeküstenradweg. Ich glaube, so viel Batterie habe ich heute nicht. Aber wir können uns ja auch erstmal die ersten 50 Kilometer vornehmen und immer an der Ostsee entlang fahren. Oh, das hört sich traumhaft. Auch schön an, ja. Das muss ich zugeben. Ich glaube, du hast gewonnen. Ha. Na, Daniel, kannst du noch? Ja, vier Balken. Vier Balken, sehr gut. Wir sind jetzt ja schon ein paar Kilometer entlang der Flensburger Förde gefahren und haben eine ganze Menge gesehen und beobachtet. Jetzt sind wir in Glücksburg angekommen, jetzt sind vom Schloss. Glücksburger Schloss, haben ein traumhaftes Panorama, was für eine schöne Pause einlädt und ein bisschen zum Verweilen. Pause wäre okay. Aber wenn du noch ein bisschen Puste hast, dann könnten wir zum Beispiel die Mühlentour oder die Kirchentour noch abfahren. Das sind ungefähr 25 Kilometer. Was ist denn die Mühlentour? Da können wir zum Beispiel in Unnewart langfahren, an der Mühle Fortuna. Da können wir auch reingehen und uns ein bisschen was anschauen. Ich habe sonst eine Idee. Wir fahren jetzt den Ostseeküstenradweg weiter. Nach langweilig auf, eine Waffel essen. Sehr gute Idee. Da gibt es auch immer noch ein Fischbrötchen. Fischbrötchen gibt es auch, ja. Und genau. Dänische Hotdogs. Dein Akku. Mein Akku kann auch noch. Fahrradfahren ist Urlaub. So, geschafft. Wir sind jetzt hier in Westerholz und guckt euch das mal an. Eine Wahnsinnsaussicht. Man sieht Dänemark und die Halbinsel Holnitz. Es ist ein absoluter Traum. Ja. Wir haben von hier jetzt drei Möglichkeiten, denn wir sind schon ganz schön weit gefahren. Die Beine sind vielleicht ein bisschen müde. Wir können die Fahrräder jetzt mit in den Bus nehmen und nach Hause fahren. Wir können die Fahrräder aber auch mit auf die Fähre nehmen und in Glücksburg, von Glücksburg nach Hause fahren. Oder wir radeln jetzt noch ein Stückchen. Immer weiter geradeaus. So, und wie ihr seht, gibt es wieder eine ganze Menge Möglichkeiten an der Flensburger Förde. Ihr könnt das Flensburger Rad rundum fahren. Da gibt es Strand und Wald. An der Grenzroute lang bis an die Westküste oder eben hier auf dem Ostseeradweg. Und was machen wir jetzt noch? Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch mal ein Stückchen hier weiter auf dem Ostseeküstenradweg und ihr genießt noch ein bisschen den Ausblick. Alles klar.